Liebe Zuschauer, wir treffen uns heute zu einer neuen Sendung, einer noch ganz jungen Serie, Inside Mind. Da geht es ein Stück darum, dass Dinge, die uns vielleicht sogar krank machen, vielleicht nicht immer nur im Röntgenbild oder im Außen zu finden sind, sondern dass es jedenfalls auch dazugehören sollte, zu schauen, ob wir innere Ursachen in uns finden. Und dazu haben wir uns Gäste eingeladen, Frau Anka Horvath. Sie dürfte eigentlich nicht hier sitzen, denn was sie erlebt hat, würde bei vielen Menschen dazu führen, hier nicht mehr herkommen zu können. Davon wird sie uns selber etwas erzählen. Und Frau Brigitte Papenfuß, die Frau Horvath in der einen oder anderen Situation auch therapeutisch begleitet hat. Und deswegen möchten wir auf dieses Abenteuer, was ich sozusagen von ihrem Leben schon im Vorhinein erfahren durfte, möchten wir sie ein Stück mitnehmen unter der einladenden Aspekt, vielleicht einfach zu schauen, ob das eine oder andere etwas sein könnte, was auch Ihnen weiterhilft in Ihrem Leben, insbesondere wenn es gerade mal spannend ist. Frau Horvath, was haben Sie alles schon erlebt? Ich habe von einer Großmutter gehört, die vielleicht sogar für ihr Leben und das, dass Sie heute noch hier sitzen, einen ganz wichtigen Impuls gegeben hatte. Was war da? Ganz bestimmt. Ja, meine Großmutter konnte heilen. Ja? Mhm. Ich habe das so erlebt. Sie nahm mich ein paar Mal mit. Mhm. Und besonders Babys und Kleinkinder. Mhm. Sie kam, wo sie gerufen wurde, hatte etwas gesprochen, mhm, in einer Sprache, die ich nicht verstand. Mhm. Und hatte mit den Händen die Silhouette des Kindes, mhm, so befahren, ja, oder manchmal auch ein oder anderes Baby kurz angefasst. Und dann am nächsten Tag kamen die Leute, die Mama oder die Oma von dem Kind, und sagte zu ihr, es ist jetzt alles in Ordnung, das, mhm, Kind ist gut, ja. Das war in den Ende 50er Jahren, Anfang, mhm, 60er, mhm, bei uns war da der Arzt weit und breit nicht zu finden. Mhm. Also mussten sich die Leute so helfen. Mhm. Und ich habe meine Oma gefragt, was sie da erzählt, weil, mhm, ich es nicht verstanden habe. Und sie sagte, sie wird, mhm, mir später sagen, wenn ich größer bin. Okay. Sie haben in Kroatien gelebt? Ja, ich bin in Kroatien geboren worden. Die Großmutter auch? Meine Großmutter nicht, wir sind slowakische Abstammung, mhm, ja, aber sie lebte auch dort in Kroatien, mhm, und wir sprachen mehrere, mhm, Sprachen zu, mhm, Hause, mhm, aber das war nicht die Sprache, die ich verstehen, mhm, konnte, mhm, in der sie gesprochen hat. Ja. Und ja, das war so meine erste Erfahrung, mhm, mit dem, dass es auch was anderes gibt als nur, mhm, das Körperliche. Ja, das war sicher schon beeindruckend. Als Kind ist, mhm, man da vielleicht auch unvoreingenommen. Also mit 7, 8 Jahren glaubt man ja auch noch an den Weihnachtsmann unter Umständen. Also man ist da für Wunder durchaus offen. Wie ist das aber Ihnen dann, wann ist das später mal wiedergekommen? Oder was war das, welche Bedeutung hatte das für Ihr Leben? Oder anders auch gefragt, was ist Ihnen passiert, dass Sie daran wieder dachten? Naja, ich spürte schon immer, dass ich eine Sensibilität habe, mhm, für die ich merkte, dass die anderen es nicht haben. Mhm. Ja? Mhm. Aber ich habe groß darüber nicht nachgedacht. Mhm. Das war für mich normal. Mhm. Und andererseits hatte ich niemanden, mit dem ich darüber sprechen konnte. Ja. Ja? Yeah. Und ich lebte eigentlich ein normales Leben, was, mhm, damals für ein Mädchen war, sei lieb, brav und gehorsam. Ja? Mhm. So bin ich aufgewachsen, mhm, so habe ich geheiratet, mhm, so habe ich dann, ich war vom Beruf Hotelkauffrau, mhm, und arbeitete, mhm, bis ich selber, trotzdem, dass ich liebe, brav und gehorsam, mhm, war, krank wurde. Mhm. Ja? Was war da? Das war Krebs, mhm,
Hautkrebs, Melanosarkom, sagten die Ärzte. Ich wurde in Würzburg in der Uniklinik operiert. Und die Ärzte sagten, dass ich mich in etwa 3 Monaten verabschieden soll. Ich war damals 30 Jahre alt. Und es war so, dass ich da bemerkt habe, mit dem lieb, brav und gehorsam klappte das nicht, weil ich eine sehr vorbildliche Patientin war. Und ich dachte, mir kann so etwas nicht passieren, dass ich derart krank werde. Naja, und von dem Moment ab war ich nicht mehr lieb, brav und gehorsam. Ja, nicht mehr lieb, brav und gehorsam, waren Sie ungehorsam? Das ja, ist ja sehr ganz, sogar. Ja. Ja. Was ist, also was hat, Sie haben das überlebt, Sie sind viele, viele Jahre, das war, glaube ich, 1985. Ja. Also die drei Monate liegen weit hinter Ihnen. Ja. Und Sie sind heute noch hier. Was hat dazu geführt, dass Sie heute noch hier sein können? Ja, also erstmal habe ich angefangen, über mich anders zu denken. Ja? Und das hat sich so geäußert, dass ich schon dort im Krankenhaus alles abgelehnt habe, was sie mir empfohlen haben. Ja, also ich wurde ungehorsam, und zwar sehr. Ich wollte nicht, kein Essen dort, nichts trinken. Dann war das reiner Widerstand oder war es etwas, auch das Gefühl, dass das, was es dort gab, vielleicht nicht so gesund war? Ich hatte keine Ahnung, wie gesund oder ungesund es ist. Es war einfach mein Bedürfnis, Nein zu sagen. Okay. Ja. Ich konnte bis zu dem Punkt in meinem Leben, wenn ich das jetzt so zurückdenke, gar nicht richtig Nein sagen. Ja. Ich durfte es nicht, ich wurde so erzogen. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, ich kann ja nichts verlieren. Also, was ist passiert? Ja, weil die Ärzte sagten, in 3 Monaten ist es sowieso alles vorbei. Da habe ich gedacht, also die 3 Monate, die will ich aber dann wirklich auf meine Art leben. Ja? Und nicht so, wie die anderen es wollen. Ja, ja, und das war dann so, dass die Ärzte erstmal sagten, Frau Horvath, das ist Schock, unter dem Sie stehen, weil Sie zu dem Arzt gesagt haben, Sie wollen die Wahrheit erfahren. Ja, weil ich wollte ja die Wahrheit erfahren. Was ist passiert, dass Sie heute noch hier sitzen? Wurde irgendwann, haben Sie sich andere Hilfe gesucht oder haben Sie einen Gesprächspartner gefunden, der vielleicht ungewöhnliche Wege, oder was ist passiert? Ja, also erstmal habe ich gedacht, so jetzt bin ich dran, dass ich mich über mein Leben selber kümmern soll. Mhm. Ja, und ich hatte einen Freund, der war Homöopath, und ich habe ihn einfach so angerufen. Also nicht nur ihn an dem Tag. Ich wollte einfach mal jemandem das sagen. Und ich habe gesagt, ja, dass mir nur 3 Monate übrig bleiben und so. Und er sagte, ach, das ist nicht so. Das ist der erste Eindruck vielleicht und so. Und er meinte, er wird kommen und dann sprechen wir darüber. Und so ist es dann passiert, dass ich plötzlich nach und nach jetzt gedacht, dass ich immer in solchen Situationen Menschen traf, die einfach in mein Leben kamen, ja, von denen ich nichts wusste, wie zum Beispiel von der Homöopathie, wusste ja auch nichts. Und er hat mir geholfen, die Homöopathie zu verstehen, hat mir Bücher gebracht ins Krankenhaus, die sollte ich lesen, weil er meinte, du bleibst ja da sowieso längere Zeit, kannst sie lesen. Ja. Ich war ja auch dort 3 Wochen lang und die Ärzte wollten wissen, was jetzt passiert, weil ich alles abgelehnt habe. Und was ist passiert? Wieso ist ja, das der Bauch noch dran? Nach 3 Wochen
oder zweieinhalb, sagte der Arzt, der mich operiert hat, dass sie mir erneut alle Untersuchungen machen werden, um zu sehen, wie es jetzt weiter ist zu dem ersten Zustand, was sie hatten. Ja. Und dann kam er, also ich ließ alles über mich ergehen damals, da war ich gehorsam. Ja. Und dann kam er und sagte zu mir, wir können gar nichts finden. Ich habe gedacht, was können Sie nicht finden? Ja, Ihr Krebs. Und dann meinte er, da ist bestimmt irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Wir machen neu alle Untersuchungen. Am nächsten Tag nochmal alle Untersuchungen durch. Das war ja Anfang 86, also ich war dort über Weihnachten, Neujahr, habe ich dort gefeiert. Und dann im Januar. Und haben nochmal alles gemacht. Und der sagte zu mir, dasselbe, Sie haben nichts. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich auch keinen Grund, weiter hier bei euch zu bleiben. Naja, meinte er, es ist interessant, aber wir werden Sie halt entlassen. Und er sagte zu mir, wir können aber, weil er hat ja meine Fläschchen gesehen, die da auf dem Schränkchen waren, ja, mit Globulis und so. Er sagte, wir können nur schreiben, dass es eine Spontanheilung kam. Und so war in meinem Entlassungsbrief dieser Satz, Spontanheilung. Aber sie wollten mich nach 3 Monaten nochmal sehen. Kam ich auch nochmal nach Würzburg in 3 Monaten. Und da war wieder alles negativ. Also sie haben tatsächlich gründlich gesucht. Ja? Und das war in Deutschland. Wenn das in einem Land wäre, aber in Deutschland. Und es war negativ. Und dann haben sie mich in 6 Monaten nochmal bestellt. Das war wieder negativ. Ich habe gesagt, also meine Herren, ich komme nicht mehr. Ja, aber wir müssen Sie beobachten. Ja, dann habe ich diese Beobachtung selber übernommen und bin nicht mehr nach Westbrück. Wunderbar. Es gibt ja tatsächlich auch wissenschaftlich gesehen Spontanheilung in einer Häufigkeit von 1 zu 10.000. Und es gibt ein wunderbares Buch von Bernie Siegel, der über Prognose Hoffnung, das ist ein das Buch. Das kannte ich damals aber nicht. Ja, ja, nee, ist klar. Aber da sind wunderbare Dinge auch beschrieben, die sie entdeckt. Das unterstützt das. Also das schaffen nicht alle damit, aber es ist wunderbar und sehr schön, dass sie diesen Weg finden konnten. Ja, und wie ist es denn dann weitergegangen? Waren Sie nun das Leben lang gesund? Eigentlich nicht. Nur, ich habe das dann nicht mehr so mit Schock, sagen wir mal, erlebt. Ich hatte ja so meine Phasen, ja. Dem, was man sich selber einreden kann, ja, gut, man kann sich selber einreden, dass es heute ein wunderschöner Tag ist. Ja. Aber wenn Sie einen Prozess haben, was Sie spüren, dass es nicht auf dieses Suggerieren reagiert, dann beginnt man sich ernst Gedanken zu machen. Und das war bei mir spätestens, also ich hatte von damals, Jahre 86, dann hatte ich 92 wieder ein Krebs. Also Krebschen sind für mich eigentlich keine Schreckgespenster. Was für ein Krebs war das? Das war wieder auf der Haut. Ja, aber das habe ich dann selber. Wo war das auf der Haut? Hier. Okay, der ganze, in der alten Stelle. Nur dann wusste ich schon, wie es geht. Und ich wusste, dass das nichts Schlimmes ist. Mhm. Ja, wirklich. Und so verging das auch. Haben Sie wieder Globuli genommen und Wasser? Ja, ich habe da in diese meine Marathon-Erfahrung auch andere Sachen kennengelernt. Mhm. Das waren zum Beispiel
Medikamente, die viel stärker, also stärker, die anders wirken, ja. Die homöopathischen Spritzen zum Beispiel von Sanum Kelbeck, dann die anderen wirklich einmalig guten homöopathischen Sachen, die es in Deutschland gibt. Und ich habe das an mir ausprobiert. So war ich meine eigene Therapeutin, bis ich durch irgendwelche Umstände dann zu Therapeutin wurde, autodidaktisch. Aber gut, die Menschen kamen und ich wollte helfen. Und so hat sich das irgendwie rumgesprochen und auf einmal hieß es die Therapeutin, ja. Gut, dann habe ich ein paar Kurse gemacht, dass ich ein bisschen mehr was verstehe, wie ich helfen kann. Mhm. Und meine eigenen Erfahrungen liefen so irgendwie nebenbei, ja. Die Patienten andererseits und meine eigenen Erfahrungen andererseits. Und das war dann Eierstocktumor. Das ging auch... Wann war das? Also wie lange hat der Hautkrebs, der zweite, gedauert? Monatelang. Mhm. Aber es hat sich zurückgezogen. Und interessanterweise... Ist das auch wieder untersucht worden? Woher wissen Sie, dass das auch wieder ein Krebs war? Ja, ich lebte damals in Paraguay. Und da ist es nicht so einfach, auf die richtige Stelle zu kommen oder richtigen Ärzte zu finden. Aber ich hatte irgendwie Glück im Leben, wie auch bei euch, dass ich auf einen Arzt gestoßen bin, der in Harvard studiert hat. Und als er das gesehen hat, da sagte er: Anka, entweder du lässt das operieren oder wir sind nicht mehr Freunde. Und ich habe gesagt, nein, keine Operation. Und er sagte, gut, ich komme und wenn ich das nächste Mal komme und das ist immer noch so schlimm, dann werden wir ernst sprechen. Und er kam und es war besser und dann hat er mich in Ruhe gelassen und das wurde so, dass es dann... Ich habe nicht gezählt, nach wie viel Zeit, aber ich würde sagen, in etwa einem halben Jahr waren die ganzen Ausbrüche weg. Mhm. Ja, es waren zusammengetrocknet, also wieder Muttermale, ja, zusammengetrocknet und abgeschält, wie sich Schuppchen auf der Haut halt abschälen. Ja. Und dann war schon von Eierstockkrebs die Rede. Wie ist das gefunden worden? Wurde das untersucht? Ich hatte ja mein erstes Eierstockproblem. Gut, man hat zwei Eierstöcke, ja. Eins habe ich verloren, als ich 20 war, ja. Das wurde in Zagreb wegoperiert mit Tumoren. Dann blieb mir das andere Eierstock, ja. Und die Ärzte haben mich getröstet, mit dem einen, was ihnen noch übrig bleibt, können sie normal halt leben, Kinder bekommen und so. Und dieser zweite, mein einziger Eierstock, was ich noch habe, wurde dann auch krank. Und nachdem, wie ich das so spürte, weil ich spüre ja in den Händen dieses Vibrieren und so, habe ich gespürt, dass... Und dann bin ich, das war auch Südamerika, bin ich zum Arzt und er sagte, operieren. Ich habe mich verabschiedet, bedankt natürlich und bin nicht mehr hier. Und dann habe ich mich selber so behandelt, ja, mit Handauflegen. Ich wusste nicht, warum es funktioniert, aber es hat funktioniert. Ja? Mhm. Und wie gesagt, der ist immer noch da und ich weiß, dass er da ist. Ja? Ich habe ihn gesehen, als ich bei euch war, weil ich mich damals durchgescannt habe. Und dann war es mit der Brust. Das ging auch alles, wie gesagt, unbemerkt, weil man das verstecken kann. Ja. Mhm. Und ich habe weiterhin als Therapeutin gearbeitet und immer mehr Patienten gehabt. Mhm. Und ich hatte ein Erlebnis in Paraguay, ein sehr, sehr schlimmes Erlebnis. Und nachdem kam das,
mit dem Auge. Ich dachte erstmal, es wäre Konjunktivitis. Also, und das geht schon vorbei. Dann dachte ich, ja, es wäre diese Hordeleon. Oder ich weiß nicht, wie sich Gerstenkorn, das auf Deutsch sagen wir dazu. Ja. Und das geht schon. Aber es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich erst gedacht, so Anka, jetzt musst du aber was machen. Ja? Und je mehr ich mich entschlossen habe, was zu machen und kämpfen wollte und so, war das schlimmer. Und dann habe ich gedacht, versuchen wir es mal anders. Ich ignoriere einfach mein Auge. Dann haben mich alle Patienten dreinach angesprochen. Was haben Sie das mit dem Auge? Und so, Sie sollen ja auch mal zum Arzt gehen. Und so. Dann habe ich gedacht, also Gott, jetzt wird es aber ernst. Und die Sonnenbrille konnte ich ja nicht in der Praxis tragen. Dann habe ich angefangen, immer weniger Patienten zu bestellen. Ja. Und das war dann bei mir, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich jemanden, der mir weiterhilft. Da schafft die Anka alleine nichts mehr. Hat denn ein Arzt dann noch mal drauf geschaut und festgestellt, was es ist? Ja, das war in Paraguay ein Augenarzt, der in Spanien studiert hat. Und der sagte sofort, sie haben Krebs, hat mir das so ganz behutsam gesagt. Und ich habe gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, es geht um mich. Ja? Weil er sagte erstmal, darf ich Ihnen sagen? Ja, habe ich gemeint. Und er sagte, sofort operieren, wenn Sie es wollen. Ich finde Ihnen jemanden, der es richtig machen kann. Und so. Und ich habe gesagt, ich werde ihm noch Bescheid sagen, wenn ich mich entschlossen habe. Bis jetzt habe ich ihm nichts Bescheid gesagt. Und dann war ich in Kroatien und da sprach mich wieder meine Zahnärztin an und sagte, um Gottes Willen, Frau Horvath, Sie haben so wunderschöne Zähne und schauen Sie mal jetzt Ihr Auge. Sie müssen dringend zum Augenarzt. Dann konnte ich ihr nicht Nein sagen. Siehst du, da war ich wieder brav und gehorsam. Und sie hat mir die Adresse von dem Augenspezialist gegeben. Ich bin hin und er sagte zu mir, nee, das muss wegoperiert werden. Er hat mit Apparaten geguckt und so. Auch der in Paraguay hat ja mit Apparaten geguckt und sagte, das ist auch von innen, also das von außen, was man sieht, ist ein Teil und eins ist von innen. Das muss man alles rausoperieren. Und alles rausoperieren hieß, ich verliere mein Auge. Und mit einem Holzbein rumzulaufen, ist anders als mit einem Auge rumzulaufen. Habe ich mir so gedacht, ja. Und wollte nicht zu der Operation. Aber ich wusste auch, dass ich mir selber nicht helfen kann. Das war das Schlimmste. Solange ich das Gefühl hatte, ich kann das beeinflussen, was bei mir innen und außen passiert, war das noch irgendwie, passte das in mein Leben. Ja. Aber als ich merkte, das ist nicht mehr so. Ja. Was ist da passiert? Wo kam die Hilfe her? Ja, dann habe ich, wie heute alle machen, Internet. Ja. Ich hatte viel Zeit, wenig Patienten, saß am Computer und habe im Internet geguckt, was es so alles gibt. Natürlich war ich auf Deutschland orientiert, weil ich erstmal die deutsche Sprache liebe, zweitens Vertrauen in das Deutsche habe. Deswegen wollte ich nicht in anderen Ländern suchen. Ja, weil ich lebte ja damals in Paraguay. Mhm. Das nächste wäre Brasil, Argentinien, USA und so. Mhm. Aber irgendwie das Gefühl sagte mir, geh mal und google in Deutschland. Bei dem Googlen in Deutschland habe ich dann einiges gefunden. Und ich habe mich schon immer auf dieses gewisse
Gefühl verlassen. Und dann habe ich geguckt, das und jenes und so weiter. Und dann stieß mir ins Auge, wieder mal mein Auge, SOL, Hypnose. Bis dann war für mich Hypnose ein unbekanntes Begriff, was ich nur vom Fernseher so gesehen habe, mit dieser Schauhypnose und so. Und das war jetzt SOL. Naja, ich dachte, da muss was dahinter stehen. Dann habe ich angeklickt, die SOL-Hypnose, und da kam etwas, dass es eine ganz andere Art ist, wie man zu sich selber findet. Ja? Und dann habe ich gewusst, das ist es. Weil das ist eigentlich, was mir noch fehlt. Ja? Ich habe mich irgendwie in etwas verrannt, eine Sackgasse, aus der ich nicht rauskomme. Und mein Auge, das kann ich nicht mal verstecken. Ja. Und alle Welt spricht mich darauf an. Und ich laufe mit Sonnenbrillen auch bei Tag und bei Nacht. Das war schlimm, ja. Und dann habe ich euch auf ihrer Webseite, habe ich euch ein E-Mail geschickt. Da ist so ein Fensterchen für E-Mails. Habe ich eine E-Mail geschickt und gedacht, na gut, mal sehen, was passiert. Die Antwort kam sehr schnell. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein E-Mail geschickt, dass ich kommen möchte. Und dann schrieb mir jemand von euch, entweder Herr Mohren oder du, dass an dem und dem Datum ein Seminar ist und so, dann habe ich mich gleich angemeldet. Und es war erstaunlich, wie ich euphorisch wurde, wieder so euphorisch wie damals im Jahre 85, als ich das Essen abgelehnt habe, dass ich jetzt nach Deutschland zu diesem Seminar möchte. Und dann dachte ich, na also, wenn das so ist, dann bewegt sich da irgendwas mehr, außer dem, was ich so halt sehe. Und als ich kam und persönlich sie kennengelernt habe und diese ganze Etwas war ganz besonders. Das sind natürlich ganz persönliche Dinge. Ja, eben. Und gibt es etwas, Sie sind ja die Therapeutin gewesen, was dass die Zuschauer, die das heute mutmaßlich das erste Mal hören, dass sie einen Eindruck davon bekommen können, was ist da passiert? Also Sie haben das offenbar erahnt, dass da etwas geschehen könnte, was Ihnen weiterhilft, ja. Sie vielleicht auch gesünder macht. Ja. Was ist da, können Sie da uns etwas mitteilen, was Ihre Persönlichkeit nicht verletzt, aber dass wir verstehen können ein Stück, was ist da passiert? Was haben Sie da erlebt? Also erstmal, als ich näher zu Frau Papenfuß kam, spürte ich auch jetzt zum Beispiel, ich mache so die Hand zu ihr, ich spüre eine Energie, Ich kann das nicht beschreiben, aber in der Hypnose, die ich dann gemacht habe und die Frau Papenfuß war ja neben mir, habe gesehen, in welchem enormen Licht sie sich befindet. Mhm. Ja? Ja, das ist eine besondere Gabe. Es gibt Menschen, die das können. Ja, so kann ich nur selten Aura sehen. Mhm. Aber es war in der Hypnose war das ein Erlebnis. Ich habe keinen Namen für dieses Phänomen, würde ich sagen. Aber es war einfach Licht. Mhm. Ja. Und ihr oder auch bei hat sie das Licht auch erreicht? Ich ging in dieses Licht hinein. Sie war so etwas wie ein Kanal. Mhm. Ja. Und ich ging in dieses Licht hinein. Mhm. Und sie hat mich geführt, nichts weiter. Sie hat mich nur geführt, dass ich zu bestimmten Details komme in meinem energetischen Sein,
Ja, weil mein energetisches Sein ist ja nicht nur das, was ich hier jetzt sehe, was da sitzt, ja. Und das war so überwältigend, ja, dass ich vieles erfahren konnte, was mir dann später geholfen hat, dass die Veränderungen an meinem Auge stattgefunden haben. Und nicht nur an meinem Auge, sondern das ganze Leben war anders. Mhm. Ja, vielleicht dieses Wort anders klingt vielleicht ein bisschen so üblich, was man heutzutage sagt. Aber war das etwas schwierig? War das etwas Schwieriges, was ich da aufgelöst habe? Also in China sagt man, die Augen sind der Schornsteinkopf der Leber. Ja, also ja, das ja, im Grunde genommen, wenn wir... Ja, es waren Schläge, Schläge, die ich bekommen habe. Ja. Danke, und das ist, und die haben ein Stück heilen können. Das ist schön, ja. Und das Spannende ist, das kann so lange her sein und es wirkt bis in der heutigen Zeit, dass wir davon auch heute noch krank werden können. Möchten Sie etwas aus der Begleitung sagen? Es ist ja sehr berührend, das zu erfahren. Und wir dürfen eigentlich aus der Energiemedizin, ja, wissen wir, dass wir dann unseren Körper nicht mehr im Griff haben, wenn wir ganz viel Kraft benötigen in inneren Dingen, die an uns nagen sozusagen und die sich wünschen, aufgelöst zu werden. Also Anka ging in eine sehr, 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 sehr tiefe Trance, wie sagte, in der sie geleitet wurde, um Erkenntnisse zu machen. Und natürlich zu den Themen, die vorher abgesprochen waren. Es war dann auch im Prinzip, also Selbstheilungskräfte annehmen etc., ob sie welche hat, ob sie auch arbeiten und ob, ja, auch, ob Krankheit noch gebraucht wird. Und wenn sie nicht gebraucht wird, das ist auch, ja, brauche ich ja nicht mehr, dann kann ich sie ja loslassen. Mhm. Ja, dann wurde aufgefordert, dann wurde die Krankheit beziehungsweise alle Krankheiten, bekannt oder unbekannt, eben auch losgelassen. Und das ist eben vielleicht auch das, was die Zuhörerinnen und Zuhörer auch verstehen können, dass man im Grunde genommen in einem Bereich, der einem im bewusst ja gar nicht mehr zugänglich ist, man denkt, das ist so weit weg, aber dass in diesem tiefen Trance, also in der Hypnose, diese Dinge nicht mehr zugedeckt sind, sondern man kann sie betrachten und man hat trotzdem, trotz der tiefen Trance, die Chance, selbst zu bestimmen, also doch noch die Kontrolle zu haben, ob man diesen Schritt jetzt gehen möchte oder nicht. Ja, die Kontrolle würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen. Aber es wird gefragt, ob ja, im Prinzip, ob vieles, ob es gestattet ist. Wenn es gestattet ist und es kommt ein Ja, dann geht es automatisch weiter mit neuen Fragen, ob sie Selbstheilungskräfte hat, ja. Dann Selbstheilungskräfte annehmen lassen, ja, kannst du jetzt deine Selbstheilungskräfte annehmen? Ja, wenn Nein kommt, dann geht das natürlich in dem Moment nicht, aber es kommt aus dem Inneren heraus. Genau, ja? Und es sind, bleiben ja Entscheidungen, die so oder so ausgehen können. Ja, die aber können. Tief aus dem Unbewussten kommen. Genau. Ja, also genau. Die kommen automatisch. Ja, ja. Wenn ich sage, ich könnte mich selber in der tiefen Trance nicht belügen. Ja, ja, das ist schier unmöglich. Also man ist an dem tiefen inneren Wissen wirklich dran und das ist so zuverlässig, dass es sogar Nein sagen kann, wenn es zu viel wäre. Oder noch nicht dran ist. Wenn es nicht dran ist, dann oder wird was das auch immer möglich. Also worum es mir jetzt im Gespräch geht, ist, dass man in selbst in der Hypnose, also die inneren Kräfte so gut auf uns aufpassen oder uns auch in der Begleitung leiten, dass wir sozusagen nicht wehrlos oder irgendwie manipulierbar sind. Das ist auch gar nicht das Ziel,
sondern es geht darum, dass man angestoßen, also Angebote bekommt in Richtung Auflösung, Harmonie und Dingen, dass sie nicht mehr wehtun. Kann man so sagen? Vor allem, dass sie nicht mehr wehtun. Mhm. Ja. Ja, das ist bei Anka war es insofern auch sehr interessant. Sie hatte eben diese Lichterfahrung. Mhm. Ja, das ist, erleben ja auch doch viele Menschen. Sie sind das pure Licht des Seins. Sie sind eins mit dem Licht und erkennen, dass im Prinzip alles dieses Licht ist. Ja. Das Licht der allumfassenden, bedingungslosen Liebe, wie es bezeichnet wird. Ja, es ist ganz unterschiedlich, wie es empfunden wird. Und dass man der Schöpfer ist. Ja, man ist der Schöpfer seines eigenen Seins. Wir können unser Leben gestalten. Mhm. Und wenn die Erkenntnis da ist, und Anka hat in dieser Hypnose sehr viele Erkenntnisse von, ja, sagen wir mal, von einem geistigen Führer bekommen. Mhm. Ja, auch Fragen beantwortet bekommen, die sie für sich schon ewige Zeiten im Inneren hatte, die ich gar nicht kannte. Die wurden ihr aber beantwortet. Mhm. Und da hat Anka für sich extrem viel rausholen können und war dann natürlich auch für sich in einer tiefen Gewissheit. Mhm. Ja. Und ja, es war in einer tiefen Gewissheit, dass alles auch in ihr ist und dass auch alles sein darf. Ja, und sie hatte für sich die absolute Sicherheit, dass sie gesund wird. Mhm. Ja. Ja, aber ich hatte Fragen. Mhm. Meine große Frage war, was ist das in dem? Das waren wie Krater. Mhm. Ja. Es sind Bilder innerlich gekommen, die das... ja, so, als ich mich im Spiegel geschaut habe, waren zum Beispiel waren die Wunden, die ausgestanzten Nekrosen, waren deutlich zu sehen. Mhm. Aber ich wollte ja wissen, was ist da drin? Mhm. Und durch diese Hypnose, durch diese SOL-Art des Hineingehens, konnte ich in mein Auge hinein, ich konnte in das Gewebe hinein, ich konnte in diese Krater hinein. Mhm. Und ich habe da gesehen, das waren 3-4 Krater, recht groß. Mhm. Und da waren innen drin kleine Schlangen, schwarze kleine Schlangen. Mhm. Und das war mir klar, das sind doch die, die mir das Gewebe ausstanzen, ausfressen. Mhm. Ja. Okay. Und dann habe ich sie beobachtet. Mhm. Ich war der Beobachter. Ich habe sie beobachtet. Ich hatte gar nichts gegen sie. Sie waren nicht meine Feinde. Mhm. Ich habe sie nur beobachtet. Ich wollte sie auch nicht bekämpfen. Ja? Es war kein Krieg. Es war, ich habe sie nur angeschaut, liebevoll angeschaut. Und auf einmal merkte ich zu meiner Überraschung, dass sie sich desintegrieren. Das ging derart, wie wenn man ein, wie nennt sich das, Feuerwerk hat. Mhm. Und wenn das so alles explodiert, so explodierten die kleinen schwarzen Schlangen ohne irgendwelche Anstrengung, ohne irgendwelchen Kampf, waren sie nach und nach weg. Und dann wollte ich weiter, tiefer in das Gewebe, weil ich merkte, das sind Kanäle. Ich wollte da rein, in diese Kanäle. Ich war neugierig. Mhm. Und es war so faszinierend, dass man normalerweise guckt man immer nach außen. Ja? Auf einmal guckte ich nach innen und ich war neugierig. Und dann bin ich einen Kanal hin und da merkte ich, aha,
Da ist das ging zum Zahn, zum Wurzel des Zahnes, und der war mumifiziert. Diese Wurzel war mumifiziert. Da war also nichts. Und es war weiß. Da waren nicht die schwarzen Schlangen und nichts. Und es war ruhig, es war in Ordnung. Dann bin ich weiterhin. Und Gott sei Dank hatte ich auch Zeit genug. Ich wurde nicht unterbrochen in meiner Suche. Dann ging ich weiter und dann fand ich wieder einen Kanal ganz hinten, irgendwo so hier hinten. Das waren die Optikusnerven und dahinter ging dieser Kanal und da waren noch ein paar Schlangen, aber ganz im Hintergrund, verdeckt, ja, so in einer Nische. Und ich habe sie nur angeschaut, ja. Und wiederum, die waren nicht meine Feinde, ja, ich habe sie nur angeschaut. Die waren weg. Wunderbar. Ja? Und so nach und nach habe ich alle beobachtet, dass sie verschwanden, dass sie sich auflösten und zu Licht wurden. Weil das, was entstand, nachdem diese Schlangen sich desintegriert waren, war Licht. Ja. Das ist ein wunderbares Bild. Ja. Also ich habe mal einen kleinen Jungen gehabt, der einen Gehirntumor hatte. Ja. Und der ließ sich auf die Vorstellung ein, der war auch Fußballer. Und er ist mit einem Fußballsammelkorb jeden Abend zu dem Tumor gegangen und hat ein Stückchen eingesammelt. Ach so. Und nach 6, 7 Monaten sagt er, da ist kein Tumor mehr. Und der war dann auch weg. Ja, Also auch so ein ähnlicher Weg. Ja, ich habe diese Suche dann auch weiter zu Hause immer wieder gemacht. Und es gibt nichts mehr. Ich finde, das ist ein wunderschönes Schlusswort, die Reise nach innen im Seid-Mind. Dass es also dort vielleicht Dinge zu entdecken gibt, die uns helfen können, uns wirklich auch selbst zu unterstützen und auf Wege zu gelangen, die uns gut tun. Und ich denke, das kann jeder. Ich denke das auch. Aber es bedarf vieler Ermutigung und es gibt auch, Sie haben das wunderbar beschrieben, manchmal Schläge im Leben, die einen auf einem Weg halten, der nicht das von vornherein freigibt, was man brauchen kann für ein glückliches Leben. Danke, dass Sie das uns erzählt haben. Das ist sehr, sehr mutig. Und danke, dass Sie sich gefunden haben und sich da unterstützt haben. Und unseren Zuhörern, ja, wir gehen alle unsere Wege, unsere natürlichen Wege. Und wenn wir merken, dass es in schwieriges Fahrwasser gerät, ist es einfach, darf das eine Ermutigung sein, dort nachzuschauen und sich auch Menschen zu suchen, die einen auf diesem Wege unterstützen können. Vielen Dank und einen schönen Tag noch.